Tag. Tag. Guten Tag, Verkäufer. Ich hätte gern ein Anzug, Hemd, Hose. Für welchen Zweck brauchen Sie es? Für meine Verlobungsfeier. Ja, gut. Dann zeigen wir drüben noch mal was. Jochen trägt im Alltag nur Freizeitklamotten und hat schon lange keinen Anzug mehr getragen. Er ist skeptisch. Doch sein Vater Helmut kann ihn überzeugen. Wir müssen dann vielleicht das mal anprobieren. Ich will es mal gerne anprobieren. Ja. Mal schauen, wie es dir steht. Und dann gibt es noch mal etwas ganz Flottes in Anthrazit. Die Verlobungsfeier ist für alle ein wichtiges Ereignis. 380 Euro soll der Anzug kosten. Nun muss er auch passen. Ja, es steht ja gut. Wie gefällt es Ihnen? Mir gefällt es sehr gut. Ja. Weil das hier alles schon irgendwo. Die Gesamtlänge ist sehr gut, vom Arm her. Genau. Vielleicht könnten wir noch mal die Hose dazu anziehen. Ja, müssten wir auf jeden Fall tun. Weil die passende Jeans halt im Moment da noch ein bisschen anderes Bild gibt. Ja, genau. Ja? Mein Anzug soll schön Transit sein. Und so schön ankleidet. Einfach schick sein für meine Verlobung. So, wie sieht's denn aus? Warte mal schauen. Diese Teile hätten wir mal rausgesucht. Okay. Ich darf mal schauen, oben von der Hose her. Sehr gern. Ja, da ziehen wir mal einen schönen Gürtel durch. Die neue Hose sitzt perfekt. Jochen und sein Styling-Berater Helmut sind zufrieden. Doch das letzte Wort hat Johanna. Ich ziehe meine Sachen an, wie sie Johanna ihr gefällt. Das steht ja gut. Dankeschön. Für das große Fest am nächsten Tag sind die beiden nun perfekt eingekleidet. Johanna freut sich. Normal freue ich mich erstmal auf morgen mit dem Jochen. Ne? Und es wird auch sehr schön sein. Morgen. Langsam werden die beiden immer aufgeregter. Die Freude auf ihre große Verlobungsfeier ist riesengroß. Auch Jochen ist glücklich. Das ist mein Stil. Mir gefällt das. Die Hose, das Hemd und die Krawatte. Bereit für den großen Tag. In 24 Stunden werden die beiden mit ihrer gesamten Familie und vielen Freunden ihre Verlobung feiern. Am nächsten Morgen ist es endlich soweit. Heute wollen sich Johanna und Jochen verloben. Und das ganz offiziell. Doch vorher will Romantiker Jochen noch seine Liebste mit einem Frühstück im Bett verwöhnen. Und zwar nach allen Regeln der Kunst. Ich liebe Blumen. Da denke ich auch, wie schön die Johanna aussieht. Ihre Haare rumflackern, das alles. Kriege ich immer Frühlingsgefühle in meinem Bauch. Guten Morgen. Frühstück. Guten Morgen, Morgen, Morgen. Mein Schatz. Dankeschön. Hast du gut gemacht, Schatzi. Auf Feuer. Komm zu mir. Die Überraschung ist gelungen. Jochen weiß eben, womit er seiner Liebsten eine Freude machen kann. Beide haben keine Zweifel mehr daran. Sie wollen für immer zusammenbleiben. Mit Liebe, ne? Er hat sich gefreut über die Blumen. Das ist ein Symbol über Liebe. Hat sie mir auch einen Pussy gegeben. Ich finde es sehr schön, dass der Jochen das Frühstück mitgebracht hat im Bett. Fand ich sehr schön von dir. Dankeschön. Und mein Träubchen tue ich alles. Auch nicht verwirren, mein Mäuschen. Ich liebe dich. Harmonie und Zweisamkeit sind Johanna und Jochen sehr wichtig. Und sich ihre Gefühle zu zeigen. In 5 Stunden wollen sie sich offiziell vor ihrer Familie verloben. Doch Jochen möchte noch eine besondere Überraschung vorbereiten. Ein leuchtendes Herz als Symbol für seine Liebe. Das ist ewige Treue und Liebe, dass sie mich für immer bei mir bleibt. Ohne Streit.
Johanna ahnt von Jochens Geheimnis noch nichts. Sie lässt sich von ihrer Stammfriseurin Elena verschönern, denn die Haare sollen ebenfalls perfekt sitzen. Hast du richtig gut? Weiß ich. Ja, ja. Schöne Frau. Ich kenne die Johanna über ihre Mutter und seit 6, 7 Jahren mache ich hier schon die Haare. Ich finde, die ist sehr offen, sehr zugänglich, sehr vertraulich. Aber also man kann sehr, sehr angenehm sich mit ihr unterhalten. Ja, ich finde, dass die schon ein ganz toller Mensch ist. Währenddessen formt Jochen ein Herz aus Solarlampen im Garten der Arche Noah. Ich wollte mein Mäuselein überraschen, als ich die Herzen gemacht habe. Und ich habe den Namen reingeritzt. Bist du schon aufgeregt, Johanna? Es geht eigentlich nicht. Geht? Ja. Bist du eine coole Braut? Ja, richtig. Eigentlich ist Johanna total aufgeregt. Schließlich wird sie sich in wenigen Stunden vor ihrer ganzen Familie verloben. Die Sachen, die du anhast, sind ja schön. Selber ausgesucht, ja, oder wer war dabei? Hm? Habe ich mir selber ausgesucht. Selber ausgesucht. Das ist immer ein schöner Geschmack. Ihr wart in Schweden, Johanna? Ja, ja, Jochen und ich waren in Schweden. Da haben wir den Benny Andersson gesehen von ABBA. Diese besondere Begegnung mit ABBA-Legende Benny Andersson wird Johanna so schnell nicht vergessen. Auf ihrer ersten gemeinsamen Reise trafen Johanna und Jochen den Weltstar der Kultband ABBA in Stockholm. Die 27-Jährige sang ihm einen seiner Hits vor, allerdings mit neuem Text. Immer wenn nur einmal traurig bist. Na, 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 na. Autogramm ja, von dem bekommen? Ja, er hat uns gezeigt, wie der gespielt hat. Okay. Und habt ihr ein Autogramm von dem gekriegt? Wir haben eine neue CD bekommen und die Autogramme. Das Treffen mit Benny Andersson war das Highlight von vielen besonderen Erlebnissen auf Johannas und Jochens Weg in ihr gemeinsames Liebesglück. In einer Stunde wird die große und lang erwartete Verlobungsfeier beginnen. So, gefällt's dir so, Johanna? Ja, ist schön. Ja? Ist ja schön. Super, freut mich. Ja, sie möchte natürlich wie jede Frau ihrem Verlobten gefallen, ja. Wann geht denn jetzt die Feier heute los? 14 Uhr. Wie viele Leute sind denn eingeladen, Johanna? Oh, das weiß ich nicht so genau. Ich kann sagen, bis 40. 40 Leute kommen? Und es wird hier im Haus gefeiert? Ja. So. Danke dir. Bitte. So einen Aufwand betreibt die 27-Jährige nur selten. Johanna ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Doch wird ihr Look auch Jochen gefallen? Ich fand mich sehr hübsch, wo die Elena mir die Haare mir gemacht hat. Glaubst du, dass der Jochen mich so schön findet? Ja, es sieht ganz schick aus, Johanna. Es wird ihm mit Sicherheit gefallen. Steht dir alles sehr gut. Sie hat schon schöne Sachen angehabt und also vom Ganzen her fand ich schon, so das Gesamtbild hat schon gepasst jetzt. Also von der Frisur und von dem, was sie anhatte. Ja, finde ich schon. Sieht ganz toll aus. Endlich ist es soweit. Das erste Verlobungsfest in der Arche, dem Wohnheim für Menschen mit Handicap, kann beginnen. Liebevoll haben die Eltern von Johanna und Jochen den Gemeinschaftsraum in einen Festsaal verwandelt. Alle Verwandten beider Familien sind aus ganz Deutschland angereist, um mit dem Paar zu feiern. Das ist schön aus von euch. Das ist schön, das ist ein Apfelbaum. Man kann sie Apfel. Spezieller Johanna-Apfel gibt es. Die ersten Johanni-Äpfel. Papa. Johannas Vater Klaus drückt seine große Tochter noch mal kräftig. Gleich kommt ihr Verlobter. Jochen hat sich ebenfalls in Schale geworfen. Doch beim Anblick seiner Zukünftigen gerät er ins Schwärmen. Mein Täubchen war sehr schön. Ich finde es eigentlich so verlockend. Verlockend. Sehr süß. Ach, schon da. Meine Polzhand ist da. Ich hab schon gedacht, du wolltest heute mit Mama dann kommen. Ich bin jetzt wieder da. Ach nee, der Michael. Auch Jochens Brüder Michael und Dominik sind eingetroffen, um mit dem Paar zu feiern. Sehr, sehr schick gemacht. Der Gabriel ist auch hier. Ja? Hallo, lieber. Super. Hi, grüß dich. Hallo, schön. Alles gut? Ja, klar. Da waren sehr viele Leute gewesen, auch mit sehr vielen Geschenken, die uns gebracht haben, für mich und Jochen. War auch sehr schön gewesen. Wenn ich liebe,